Nach 116 Tagen sind sie zurück. Die Ulmer Basketballer endlich wieder live und in Farbe in der heimischen Ratiopharm Arena. Und zur Heimpremiere der Saison 16-17 erwartet Ratiopharm Ulm keinen geringeren als den letztjährigen Playoff-Viertelfinalgegner aus Oldenburg. Der Sieg in Bayreuth, immerhin der erste Auftaktsieg seit 4 Jahren, könnte dabei als Vorteil für den Gastgeber gelten. It's important to get off to a good start. I think everyone played pretty well. Honestly, we moved the ball, we responded well after getting down early, and we stuck together, and that's big to win on the road. Mit 27 Punkten war Chris Bepp Topscorer im ersten Saisonspiel. Auch Dominik Sutton gelang bei seinem ersten Spiel im Trikot von Ratiopharm Ulm mit 13 Punkten und 8 Rebounds ein starker Auftritt. In der letzten Saison noch für Trento aktiv, hat die Nummer 2 von Ratiopharm Ulm bereits 2 Spiele gegen die Hundestädter absolviert und war mit jeweils 9 Punkten und insgesamt 2 Siegen durchaus erfolgreich. I know Louis by Oldenburg. I'm familiar with them. I kind of got an idea of what they like to do. And like I said, we're just going to prepare for them and see what ideas coaching come up with to help us prepare for the game. Was genau der Coach vorbereitet hat, wird natürlich nicht verraten. Ein offenes Geheimnis dagegen ist der Kultstatus von Oldenburgs Kapitän Ricky Paulding. Seit 2007 im Team, Vorlage zur Umtaufe des Städtenamens in Paulingburg und auch mit 33 noch immer der unangefochtene Leader des Teams aus dem Norden. He's really consistent. He plays his game, he picks his spots, knocks down his shots, plays physical, plays hard. He's just a hard-nosed guy. You always know what to expect from him. Nur 2 Tage nach dem Spiel gegen Oldenburg muss das Team von Trainer Thorsten Leibener zum Auswärtsspiel nach Berlin. Und da warten runderneuerte Albatrosse. Nicht weniger als 8 neue Spieler und 1 neuer Trainer kleiden sich seit dem Sommer in Blau-Gelb. Insgesamt orientiert sich das Spiel der Berliner weg vom Korb und verteilt sich mehr auf die Außenspieler. Mit Atsun, Siva und Johnson sind 3 Neuzugänge mit einem sicheren Händchen jenseits der 6,75 ausgestattet. Am Brett unterstützt Neuzugang Radosavljevic den bereits in der Vorsaison in Berlin spielenden Kikanovic. 2 besonders reboundstarke Spieler. Fragen wir doch mal unseren Co-Trainer Pete Strobel. Wie schätzt du die Kombination der Berliner ein? Also ich finde es lieber, wenn wir spielen gegen Leute, die nicht gut werfen können und haben keinen Großer da drin für die Offensive Rebound. Ich hoffe, dass sie alles verwerfen und dass wir alles treffen, aber ich erwarte ein sehr hartes Spiel. Die sind sehr gut, obwohl sie viele neue Spieler haben. Bundesliga-Doubleheader für Ratiopharm Ulm. Sicherlich keine einfache Aufgabe am zweiten Saisonwochenende. Dennoch ein guter Test für die Mitte Oktober beginnende Eurocup-Phase. 2 Spiele in 3 Tagen. Die erste Standortbestimmung.